Da vorne hat einfach einer der hat eine Laterne umgefahren, Leute. Wow! Alter! Wow! Wow! Alter, der fliegt einfach! Lass das! Wow, der fliegt einfach! Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute mal GTA als Minecraft-YouTuber spielen. Falls ihr das cool findet, gebt der Folge doch einen Daumen nach oben. Guckt euch aber bitte erst das Video an, bevor jetzt eine negative Bewertung oder sowas abgibt. Also erstmal das Video angucken und dann könnt ihr einen Daumen nach oben oder nach unten geben. Und ja, ich bin hier gerade in GTA. Ich bin, wie ihr seht, oder man sieht es hier, ich bin ein Undercover-Polizist. Und ich habe vor, heute mal ein bisschen die Leute hier in GTA zu kontrollieren. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich kenne mich mit dem Spiel exakt nicht so gut aus. Also falls ich noch einige Spielfehler mache oder sowas und die Steuerung nicht so gut kann, das liegt daran, weil ich eben noch nicht viel GTA gespielt habe. Der hier sieht aber auch schon... Oh, der hat eine Zigarette in der Hand. Der sieht aber schon relativ böse aus. Hallo? Guten... Will der Stress? Guten Tag, hallo? Der rennt weg! Okay. Ich renne einfach mal hinterher, Leute. Der sieht nämlich ziemlich stark so aus, finde ich, als würde der irgendwas Verbotenes tun, oder, Leute? Hallo? Hallo? Sir? Hallo? Bitte bleiben Sie stehen. Huch, oh. Ich bin voll umgerannt. Bitte stehen bleiben. Hallo? Jetzt rennt er schon in die andere Richtung. Da kommst du doch her. Ich bin schneller als du. Bleib stehen. Bleib. Ups, ich habe ihm voll ein Bein gestellt. Bleib stehen. Bleib stehen. Wir müssen reden. Nicht die Hände hochheben. Bleib stehen. Hallo? Leute, ich glaube, der hat Dreck am Stecken. Bleib stehen. Hallo? So. Ich stehe auf dir drauf. Was hast du getan? Hä? Ist er jetzt tot? Bist du tot? Hallo? Hallo? Okay. Also, wie es aussieht, stellt er sich jetzt tot, Leute. Ich weiß nicht, ob er Dreck am Stecken hat. Ich habe eine E-Mail, alles klar. Ich weiß nicht, ob er Dreck am Stecken hat, aber er sieht mir auf jeden Fall verdächtig aus. Vielleicht stellt er sich auch nur tot. Wir beobachten das Ganze mal. Ich werde mich einfach mal ein paar Meter weiter wegstellen. Vielleicht steht er gleich wieder auf. Wenn der jetzt tot ist. Hallo? Der ist doch jetzt nicht etwa... Wir haben den nur ein Bein gestellt. Da kann man doch nicht von sterben. Hallo, Sir. Gut, dann lassen wir den offenbar einfach da mal jetzt am Straßenrand liegen. Ich würde sagen, wir kontrollieren einfach weiter, Leute. Wieso bleibt die Frau stehen? Jetzt ist sie umgedreht. Die bewegt sich genauso verdächtig wie der Typ gerade. Ich würde sagen, ich renne hier einfach mal hinterher. Das beobachten wir jetzt mal ganz genau. Wo rennt denn die Frau jetzt hin? Die kam uns ja gerade entgegen. Hat gesehen, dass wir ein Polizist sind. Wow. Und ist dann... Jetzt rennt sie wieder weg. Bleib stehen. Bleib stehen. Hallo. Ich würde gerne eine Kontrolle machen. Bitte stehen bleiben. Guten Tag. Ich würde sie gerne kontrollieren. Hallo. Genau jetzt. Bitte stehen bleiben. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Das hat nichts mit... Jetzt werde ich auch noch angerufen. Das hat nichts mit sexuell irgendwas zu tun. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Hallo. Ich möchte mit Ihnen... Ich würde gerne mit Ihnen reden. Hallo. Upsala. Oh Gott, jetzt rennt sie wieder weg. Okay, wisst ihr was, Leute? Wenn ihr nicht hören kann, muss ich führen. Wow, alles klar. Ups, es tut mir sehr leid, aber Sie müssen jetzt mit mir reden. Denn sie benehmen sich sehr verdächtig. Ist die jetzt auch tot? Hä, als wenn die jetzt auch tot... Ich habe Geld bekommen, okay. Vielleicht haben wir unsere Sache gut gemacht und haben eine Belohnung bekommen. Vielleicht hat die wirklich Dreck am Stecken. Gut. Ich würde sagen, wir kontrollieren Wetter, Leute. Mal gucken, was passiert. Huch. Oh, da kommt ein Krankenwagen. Oh, wegen der Frau kommt ein Krankenwagen. Der Sanitäter will ja helfen. Okay, hoffentlich wird die gerettet von denen. Was machen die denn jetzt hier? Die ist doch jetzt nicht tot, oder? Machen die jetzt gar nichts? Ihr müsst doch jetzt hier reanimieren oder so. Hallo, ihr müsst reanimieren, Leute. Was machst du denn da jetzt? Der schreibt jetzt irgendwas auf. Ihr müsst doch jetzt hier einen Defibrillator und ihr müsst hier reanimieren, Leute. Ihr könnt ihr doch jetzt nicht einfach liegen lassen. Der steckt seinen Zettel jetzt wieder. Was ist das jetzt? Die gehen wieder zum Auto. Hey, du musst der Frau helfen. Hallo. Du musst der Frau helfen. Oh Gott, der will mich schlagen. Lass das. Lass das. Ups. Oh Gott, lass das. Lass. Oh Gott, ich werde voll verprügelt, Leute. Da, boah. Huch. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Da ist mir einer aufgefahren. Du bist mir aufgefahren. Hallo. Du bist aufgefahren. Gott, was ist nur in dieser Stadt los, Leute? Okay, ich glaube, der ist aufgefahren. Ich würde sagen, ich versuche mal die ganze Situation ein bisschen zu beruhigen. Ich hole mal meine Pistole raus. Ups. Sekunde. Ja, so. So, sie sind aufgefahren. Bitte aussteigen. Bitte.
Wow, mich hat der Bus überfahren. Bitte aussteigen. Bitte, ja genau. Der rennt jetzt auch weg, der rennt auch weg. Aussteigen, stehen, ich schieße ihm euren Fuß. Wow, mich hat schon wieder einer überfahren. Was ist denn los hier in dieser Stadt? Ich werde die ganze Zeit überfahren, Hilfe. So, anhalten. Nein, jetzt fährt die auch wieder auf mich drauf. Okay, ich glaube, man darf nicht auf die Leute. Ich bin tot. Wow, ich bin tot. Okay, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Scheiße, ich bin gerade... Leute, ich bin gerade wieder in einer absoluten Schlägerei verwickelt. Die haben mich dumm angemacht, müsst ihr wissen. Die wollten sich nicht kontrollieren lassen und haben gesagt, ich wäre ein Arschloch. Auf Englisch. Ich... Wow, hier gibt es gerade echt eine Schlägerei. Bitte, lass das. Ach, so. Ich habe sie alle drei erledigt. So, okay, super. Das passt schon mal. Drei Fieslinge, Leute. Die haben mich gerade einfach beleidigt. Deswegen haben wir hier gerade eine Schlägerei angefangen. Oh, jetzt kommt die Polizei. Oh Gott, die schießen direkt auf mich. Was? Wow, okay. Ich hole meine Waffe raus. Alter, die schießen direkt auf mich. Wow, ich muss wegrennen, Leute. Ich muss flüchten, ich muss flüchten. Ich hatte gerade eine kleine Schlägerei, aber die Polizei... Wow, die schießen da direkt auf mich. Lass... Wow, Alter. Ich bin fast tot. Oh, vielleicht kann der mich mitnehmen. Hallo? Wow, okay, der ist unsichtbar. Egal, der kann uns vielleicht nicht helfen. Vielleicht kommt gleich einer, der uns helfen kann. Denn die Polizei denkt wahrscheinlich gerade, wir hätten diese drei Leute angegriffen. Aber ehrlich gesagt haben die mich halt beleidigt und dann, ja... Gab es halt eine Schlägerei. Der kann uns hier bestimmt mitnehmen. Genau, ich glaube, so können wir denn nämlich das Auto nehmen, okay. Oh Gott, da kommt die Polizei. Da kommen vier Polizisten gerade auf uns zugerannt, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen die einfach mal... Ja... Hat nicht funktioniert, okay. Wow, Alter. Wow, er hat mir einfach einen reingehauen. Alter. Den habe ich einfach K.O. gehauen, okay? Du kannst wieder aufstehen. Ich habe dem... Der hat mich zuerst gehauen, ich habe nur zurückgehauen. Hallo? Bitte wieder aufstehen. Habe ich den gerade... Okay. Ich glaube, ich habe ihn gerade bewusstlos geschlagen, Leute. Es kommt jetzt wieder der Krankenwagen. Wahrscheinlich wollen die wieder dem Mann helfen. Der liegt hier nämlich gerade bewusstlos. Ihr habt ja gerade gesehen, er hat mich halt geschlagen und ich habe dann zurückgeschlagen. Hoffe, das sind nicht wieder... Der ist hier vorne, hallo! Oh, wow, oh Gott, das wollte ich nicht. Das tut mir sehr leid, ich wollte eigentlich nur winken. Genau, hier ist er, bitte. Oh nein, ich glaube, das sind dieselben Sanitäter von vorhin, Leute. Wenn er jetzt wieder nur einen Zettel rausholt und was aufschreibt, dann sind das dieselben Sanitäter von vorhin, ich sag's euch. So, jetzt, ihr müsst doch jetzt irgendwas machen, Leute. Der ist bewusstlos. Hä? Was? Die haben sich weggebeamt. Okay. Aus irgendeinem Grund rennen gerade richtig viele Leute weg hier vorne. Da vorne ist auch noch die Polizei. Aber diesmal sind die nicht nach mir hinterher. Also ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht mal mehr Munition und so, Leute. Wisst ihr? Hallo? Kollegen? Müsst ihr wissen, ich bin natürlich ein Okay, es geht weiter, das ist grün. Ich bin ein Undercover-Polizist. Ich würde sagen, wo die mich jetzt nicht mitfahren lassen haben, ich gehe einfach mal hinterher. Hallo? Wow! Alter, was? Ich glaube, die Polizei flüchtet gerade. Wo fahren die hin? Ich laufe einfach mal der Polizei hinterher, Leute. Okay, irgendwo in die Richtung, wo gerade die Polizei gefahren ist, sind definitiv Schüsse. Vielleicht kann man hier irgendwie rein oder so. Ich gehe mal gucken, was da abgeht, Leute. Hallo? Oh Gott, der hat eine Waffe. Hey, wo? Hallo? Hilfe! Oh. Okay, ich bin tot. Okay, Leute, wisst ihr was? Da sind gerade Menschen mit einer Waffe in meiner Stadt. Ich nehme hier vorne einfach mal diesen Cabrio-Sportwagen. Es tut mir leid, gute Frau, ich muss mir das Auto leider ausleihen, weil da vorne sind ein paar Leute, die haben... Wow, da vorne sitzt nämlich, glaube ich, schon. Die haben schwere Waffen am Start. Und ich werde jetzt mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Ob wir mit denen vielleicht mal ein bisschen sprechen können. Oh, dieser Wagen hat echt viel Power. So, hier wurden wir nämlich gerade umgebracht, Leute. Ich habe mir den Sportwagen, wie gesagt, von der Frau geholt. Als Undercover-Polizist. Hier irgendwo ist ein... Wow, da ist er. Ich sehe ihn, Leute. Der rennt weg. Wir haben leider keine Waffe mehr dabei. Beziehungsweise keine Munition. Oh, wir haben ihn erwischt. Er hat überlebt. Er hat überlebt, okay. Sir, guten Tag, ich brauche Ihren Wagen. Ich werde mir einfach dieses Auto jetzt mal eben schnappen. Ja, es tut mir sehr leid, dass wir jetzt so unsanft die Person da rausschmeißen mussten. Ich werde jetzt nochmal eben gucken, ob wir da nochmal hinkommen. Ich glaube nämlich, das war hier vorne, genau. Wir müssen jetzt hier rum. Und ich glaube, wenn man jetzt hier reinfährt,
Da ist er, der ballert hier rum. Oh. Ach, das war der gar nicht. Da vorne ist er. Da ist er mit der Waffe. Ich schleiche mich mal. Nein, der will Stress. Och, ist du. Oh Gott, jetzt wurde er erschossen. Jetzt wurde er erschossen. Wir müssen abhauen, Leute. Wir müssen abhauen. Nein, er hat mich schon wieder erschossen. Dieser Typ. Der erschießt ja einfach alle in der Stadt, Leute. Alter. So, ich weiß genau, wo der ist, Leute. Und jetzt. Jetzt geben wir richtig Gas. Wow, haben wir ihn erwischt? Der ist tot, oder? Der ist tot. Wir haben ihn erwischt. Okay, Leute. Da liegt seine Leiche. Die ist jetzt gerade. Die ist gerade einfach despawned. Okay, die ist jetzt einfach weg. Aber Leute, ihr habt es gesehen. Wir haben ihn gerecht. Der ist jetzt tot. Ich würde sagen, jetzt können wir unsere normalen Aufgaben weitergehen und können weiter Leute in dieser Stadt kontrollieren. Wie gesagt, falls ihr möchtet, dass ich von GTA mehr auf diesen Kanal bringe, gebt doch einen Daumen nach oben dafür. Ich bin, wie gesagt, leider echt ein kompletter Anfänger, was GTA angeht. Zum Beispiel habe ich kann euch das mal zeigen, auf diesem Account hier, beziehungsweise mit diesem Charakter, ich habe einfach gerade null Schuss, also wirklich so gar nichts. Wir können die Waffe mitnehmen, damit können wir vielleicht auch Leute kontrollieren oder sowas, also einfach mal, ne, so zur Drohung können wir das quasi benutzen, um irgendwie, ne, was zu machen. Wow, der fährt einfach los. Alter, okay, der rast los. Aber wir haben leider keine Munition mehr, das heißt, wir können auch absolut gar nichts machen. Warum bleibt der mitten auf der Kreuzung stehen? Hallo? Vorne ist auch schon wieder irgendwas los. Ich gehe nochmal gucken. Da vorne hat einfach einer der hat eine Laterne umgefahren, Leute. Wow! Alter! Wow! Was zur Hölle ist denn da vorne los? Hallo? Wow! Alter! Was passiert denn jetzt? Lass das! Bleib! Lass das! Hör auf mich zu schießen! Da sind... Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh Gott, ich brenne, ich brenne. Ich muss in diesem Busch hier. Vielleicht kann ich mich da irgendwie löschen. Okay, jetzt bin ich gelöscht. Leute, irgendjemand jagt gerade die ganze Stadt hoch. Damit will ich nichts zu tun haben. Denn ich möchte heute eigentlich nur ein paar von den normalen Leuten kontrollieren. Und möchte gar nichts hier mit diesen krassen Waffen zu tun haben. Alter, wow. Alter, der fliegt einfach. Lass das. Wow, der fliegt einfach. Was zum Henker? Lass das. Ich will nicht wieder brennen. Alter, was ist denn los mit dem? Er fliegt einfach mit seinem Auto durch die Stadt. Damit will ich nichts zu tun haben, Leute. Ich wollte in diesem Video heute nur einfach mal ein paar Leute kontrollieren und gucken, wie die Leute in GTA eben reagieren. Aber dass da einfach ein fliegendes Auto hinter mir herfliegt, hätte ich nicht gedacht. Ich nehme jetzt gerade nochmal hier so ein Auto vom Straßenrand. Und ich würde sagen, wir fahren einfach nochmal in einen anderen Teil der Stadt, wo keine fliegenden Autos sind. Denn was immer die da machen, damit will ich wirklich gerade nichts zu tun haben. Wir fahren einfach mal woanders hin, wo wir noch in Ruhe ein paar Passanten als Undercover Cop kontrollieren können. Denn mit diesem ganzen... Fliegerauto-Zeug will ich erstmal nichts zu tun haben. Wow. Upsala. So. Ich fahre in einen anderen Teil der Stadt und dann werden wir nochmal in Ruhe ein paar Leute kontrollieren. Oh, guck mal, da ist ein Feuerwehrwagen. Leute, wisst ihr was? Wir folgen einfach mal dem Feuerwehrwagen. Was immer die machen, da ist bestimmt einiges los. Ich war... Wow. Es tut mir leid, ich muss dein Auto nehmen. Ich bin Undercover-Polizist. Wir gucken uns das einfach mal da vorne an. Ach, die halten hier schon. Okay, super. Ja, ah, hier brennt anscheinend... Hier brennen mehrere Autos. Okay, alles klar. Super, die löschen wahrscheinlich jetzt hier das Ganze. Ja, cool, der löscht hier das gerade. Das machst du super. Okay, was macht der da vorne? Da brennt nämlich noch ein Auto. Wow! Alter! Der hat den Wagen hochgejagt. Der hat den... Jetzt will der andere Polizist das auch löschen, oder was? Wow, da ist noch ein Wagen hochgeflogen. Oh Gott, ich glaube, hier fängt gleich alles an zu brennen, Leute. Wir sollten uns vielleicht lieber ein bisschen in Sicherheit begeben. Da sitzt noch einer drin, der hilft gar nicht. Hey, du! Aussteigen, du musst auch mithelfen. Du kannst hier nicht drin sitzen. Raus mit dir. Du musst auch mithelfen. Du musst auch mithelfen. Da ist schon ein Kollege gerade gestorben. Der liegt am Boden. Alter, der will mich schlagen, oder? Die wollen mich bei... Ich bin Undercover-Polizist. Ich muss aufpassen, dass ihr ordentlich arbeitet. Hallo? Scheiße, die wollen mich alle schlagen. Leute, die wollen mich hier gerade die ganze Feuerwehr verprügeln. Lass das! Nicht... Okay, wisst ihr was? Ich habe ja noch... Okay, ich habe auch keine Waffe mehr dabei. Offenbar ist meine Waffe irgendwie verloren gegangen. Jetzt steigen die wieder in ihren Wagen. Wollen die jetzt einfach wieder abhauen, oder was? Die wollen einfach wieder abhauen, die Leute. Kann das sein, dass sie einfach wieder flüchten wollen? Wow! Alter! Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Die... Hilfe! Die kriegen Stress mit mir. Ich weiß nicht, was in dieser verdammten Stadt los ist. Oh, es tut mir sehr leid, bitte. Das war keine Absicht. Hier, so genau. So, bitte stehen bleiben, liebe Feuerwehr. Ich bin Polizist und ihr wolltet mich gerade schlagen. Außerdem hat der eine gerade das Auto irgendwie hochgejagt oder so. Jetzt wird erstmal kontrolliert. Jetzt wird erstmal kontrolliert. Ihr steigt jetzt sofort hier aus, ihr lieben Feuerwehrkops. Raus mit euch! Raus! Ich habe gesagt, ihr sollt aussteigen. Raus! Alle raus! Raus aus dem Fahrzeug! Die sind wieder auf Krawall gebürstet.
Wow, ich habe zwei mit der Tür umgehauen. Die sind wieder auf Krawall, Leute. Guck mal, die wollen wieder Krawall. Die stehen da schon so, als würden die uns gleich angreifen. Was wollt ihr machen, hä? Was wollt ihr machen? Meine Kumpels von der Polizei kommen. Ja, jetzt rennt ihr weg, ne? Jetzt rennt ihr weg. Meine Kumpels von der Polizei sind direkt hinter mir. Die sind... Guck, da sind sie. Da sind sie. Die kommen. Die kommen. Ich muss einmal durch. Ja, es tut mir... Okay, ich glaube, die Polizei möchte... Ich muss... Oh Gott, die schießen wieder auf mich. Ich fürchte, die stecken mit den Feuerwehrleuten unter einer Decke, Leute. Die stecken wahrscheinlich mit den Feuerwehrleuten auch unter einer Decke. Oh Gott, ich muss einfach jetzt flüchten. Ich werde mich jetzt erstmal ganz schnell hier vor den Leuten verpissen. Denn ich denke, die wollen nichts Gutes. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, die Cops wissen nicht mehr, wo wir sind. Denn ich sehe jetzt gerade keinen mehr auf der Karte, der uns irgendwie noch verfolgt. Ich steige hier einfach mal aus. Hier sieht es eh ganz cool aus. Gott, ich wurde richtig angeschossen von denen. Tja, wir gucken uns einfach mal um. Was ist denn hier vorne so los? Was machen die Leute denn hier vorne? Ups, Bitches! Hey, was willst du? Will er mich wieder schlagen? Oh Gott, er will mich. Nimm das. Der verprügelt mich einfach. Lass das. Der verprügelt mich einfach, Leute. Warum will er mich schlagen? Lass das. Lass das. Lass. Fuck. Da fährt einer einfach ins Meer. Hallo? Kannst du mich mitnehmen? Nein, ach komm, da erschießt mich einfach schon wieder so einer. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Jetzt fährt er weg, jetzt fährt er weg. Jetzt fährt er weg. Den kriege ich. Ach Gott, was ist denn das? Da ist schon wieder so einer. Was macht der denn? Der verhält sich einfach nur asozial. Lass das. Hör auf mich zu schießen. Er will mich überfahren. Wow. Der driftet hier einfach am Strand, Leute. Die Polizei kommt auch schon. Alter. Lass das. Ich gehe zur Polizei, die wollen bestimmt den festnehmen. Ich fahre jetzt einfach weg. Nein, er will mich überfahren! Mann! Ach Gott! Was ist denn los mit dem, Alter? Wow! Alter! Da hat gerade ein Polizeiwagen den anderen weggerammt. Da vorne steht aber noch das Auto von dem Typen. Gut, der hat uns gerade überfahren, Leute. Ich würde sagen, dann können wir uns auch einfach mal sein Auto snacken, oder? Ich meine, wenn der uns einfach überfährt, habe ich, glaube ich, kein Problem damit jetzt einfach mal... Ein Auto mitzunehmen? Ja, gut. Ja, Leute, ich merke schon, die Polizei ist in diesem Spiel eher gegen uns. Sie hat uns gerade auch nicht beschützt, als es einfach dieser Typ da abgeknallen wollte am Strand, der da so rumgedriftet ist. Ich würde sagen, wenn ihr möchtet, dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen aggressiver spiele, weil, wie gesagt, auf die Polizei kann man uns eh nicht verlassen. Ich glaube eher, dass die unser Feind ist. Dann gebt der Folge doch einen Daumen nach oben. Habt jetzt noch einen sehr schönen Tag. Ich werde mir das Auto von dem Typen jetzt erstmal hier sneaken und wegbringen. Haut rein. Bis dann und tschüss. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, klick doch jetzt hier auf mein rundes Bild, um mich kostenlos zu abonnieren oder weiter unten auf den Abonnieren-Button. Vergiss bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, falls ich ein neues Video hochlade. Und jetzt gibt's hier das Video von gestern, was ziemlich cool war. Morgen gibt's dann ein brandneues Video und mein Instagram heißt abgeinsta, da kannst du mir sehr gerne folgen. Hab jetzt noch einen sehr schönen Tag. Bis dann und ciao.